Herr Döring, was hören oder lesen Sie am Morgen vor dem Arbeiten? Also zuerst mache ich mal eine Tasse Kaffee, nachher lese ich online die NZZ und den Tagesanzeiger und dann selbstverständlich noch alle Sportnachrichten auf allen Kanälen. Was gefällt Ihnen am besten an Ihrer Arbeit? Die Breite, die ich mit meinen Mandaten habe, mich mit Themen wie Arbeit, Bildung, Vorsorge auseinandersetzen, die doch auch wichtig sind, nicht nur für die Wirtschaft, sondern vor allem für die Gesellschaft und die kommenden Generationen. Was würden Sie über die Jungen raten, die Verwaltungsrat werden? Also für mich sind Persönlichkeit und operative Erfahrung entscheidend. Also Selbstdarsteller können wir nicht brauchen an einem Verwaltungsratstisch. Welche Leute oder welche Umstände haben Ihnen am meisten geholfen bei Ihrer Karriere? Also sicher am Anfang des Studiums meine Eltern, die mir das Studium überhaupt ermöglicht haben. Dann aber ganz wichtig meine Frau, die nach ihrem Studium das Berufsleben zugunsten von der Familie zurückgestellt hat und mir jetzt seit über 30 Jahren den Rücken frei haltet. Was hätten Sie gerne schon am Anfang von Ihrem Studium gewusst? Ja, vielleicht die Erfahrung, dass es nicht so wichtig ist, ob das Studium ein Semester oder zwei länger geht, sondern dass man während dem Studium gescheiter Zeit auch braucht, um Freunde zu treffen, um mit Studenten sich austauschen, berufliche Praktika machen oder vor allem auch ein bisschen Zeit haben für Sport. Lesen Sie lieber ein Buch oder schauen Sie lieber Netflix? Weder noch. Fachlektüre ist bei mir. Ich lese viele Analysenberichte, die vor allem mit meinem Mandat zu tun hat. Was ist das nächste grosse Ziel, das Sie gerne erreichen möchten, beruflich? Als Präsident von der Swiss Life und als Präsident des Versicherungsverbands sicher die Altersvorsorge, dass wir die jetzt endlich nachhaltig, längerfristig auf eine gesunde Basis stellt für die kommenden Generationen. Und privat? Endlich wieder mehr Zeit haben, auch aktiv selber Sport zu machen, das würde mich sehr freuen. Was machen Sie gerne für Sportarten? Ja, ich bin da sehr polysportiv unterwegs. Tennis, Golf, Skifahren, Wandern, sogar Skitouren. Ist Ihre Frau auch sportlich? Kommt sie denn mit? Meine Frau ist sehr sportlich, darum muss ich langsam schauen, dass ich noch mitmache.